Radfahren ist interessant für Konservative gleichermaßen für wie für eher alternative Milieus. Das heißt, es sind nicht nur Menschen, die, sag ich mal, aus einem alternativen Milieu kommen und weil sie die Welt retten wollen, fahren sie halt mit dem Fahrrad und nehmen alles auf sich. Sondern wir haben vom Schlipsträger bis zum Säugling alles. Jeder fährt Fahrrad. Und das habe ich jetzt schon gesagt, genau. Immer mehr Menschen legen ihre alltäglichen Wege mit dem Fahrrad zurück. Das kann man auch statistisch sehen. In Dresden 1991 6,0% gehabt. Jetzt liegen wir, was heißt jetzt, 2008, bei 16% bzw. 17%. Und das ist 2008, das ist 5 Jahre her. Man kann an bestimmten Zahlen sehen, wir sind jetzt über 20%. Das geht immer noch weiter. Das ist noch eine Entwicklung, die ist noch lange nicht zu Ende. Also die Stimmung in der Gesellschaft hat sich verändert. Und die Schere zwischen Gesellschaft und herrschender Politik ist so groß geworden, dass es schon spürbar ist. Es ist ein kommunales Leitbild, was sich ändern muss. Und genau daran arbeiten wir im Moment. Das ist schwer, klar, aber das ist unser Ziel. Wir wollen mit den Politikern, mit den städtischen Spitzen, mit Vertretern der Bürgerschaft, in welcher Form auch immer, ja, dort organisiert, aber kommunale Leitbilder entwickeln. Wir wollen Pilotprojekte machen, dass man da erstmal in diese Themenfelder drankommt, weil nur so ist eine Bewegung in Richtung Nahmobilität noch mehr zu machen als bisher. Vielleicht hat der eine oder andere die Diskussion, die insbesondere ja, vor gut einem Jahr stattfand, zum nationalen Radverkehrsplan mitbekommen. Wir haben da ja einen Minister gehabt, hoffentlich, der ja sehr zurückhaltend war, was das Radfahren angeht in seiner Wahrnehmung. Also er hat ja sozusagen immer kundgetan, was er so durch die Windschutzscheibe seines Dienstwagens beobachtet hat, nämlich beispielsweise Kampfradler. Ja. So überraschender war es, dass wir also dann den nationalen Radverkehrsplan bekommen haben, der eine sehr gute Analyse dessen ist, dass man an Radverkehrsförderung alles tun kann. Also eine gute Handreichung auch für Kommunen, was so die ganze Facette an Möglichkeiten von Infrastruktur bis Abstellanlagen bis Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit angeht, ist es ein sehr gutes Werk. Haben auch gute Leute fürs Ministerium gemacht. Das große Problem an der Frage ist, erstens wird das, was da drin steht, auch in politisches Handeln transferiert oder landet das sozusagen in einer der Vitrinen im Bundesverkehrsministerium? Und die andere Problematik, die in dem Zusammenhang steht, ist, dass viele Sachen aufgeschrieben wurden, was man alles tun könnte, ja, also die ganze Palette, aber es gibt eben keine verbindlichen Ziele und vor allen Dingen gar kein Finanzkonzept, wie das alles umzusetzen ist.